Ein Prequel zu Peter Pan erwartet uns im Juli diesen Jahres in den deutschen Kinos. Und damit werfen wir einen Blick auf den ersten Trailer von Pan. Peter, das ist deine Akte. Liest du sie mir vor? Ein Brief von deiner Mom. Mein liebster Peter, ich sehne den Tag herbei, an dem ich zurückkommen und alles erklären kann. Du bist etwas Besonderes. Mehr, als du es dir vorstellen kannst. Ich verspreche, dass du mich wiedersehen wirst. In dieser Welt oder einer anderen. Einer anderen. Peter! Hilf mir! Willkommen! Vertrauen soll, muss ich wissen, wie du heißt. Hook. Mein Name ist James Hook. Der Kleine. Er trägt den Pan. Der Pan ist der tapferste Krieger unseres Stammes. So, so, so. Die Prinzessin, nehme ich an. Oh, ich bin eigentlich nur ein Bergmann, aber ich danke für das Kompliment. Maulstopfen. Bist du wahnsinnig? Ich glaube einfach nicht an gute Nachtgeschichten. Hugh Jackman als bösen, fiesen Piraten und Antagonisten, da freue ich mich schon drauf zu sehen, weil der einfach immer wahnsinnig präsent ist und sowohl gut als auch böse kann. Und da freue ich mich drauf. Ich mag auch den Grundlook in diesem Trailer von Pan, der so ein bisschen düster, aber auch wieder gemixt ist mit der kunterbunten Welt von Nimmerland und da so ein bisschen das Gefühl auch von Harry Potter widerspiegelt. Nicht, weil es auch ein Fantasy-Film ist, aber nein, allein diese düstere Aufmachung von dem Warner-Symbol am Anfang, bis ich durch den ganzen Trailer durchziehe, hat man das Gefühl, man fischt in dieser Zielgruppe. Und da bin ich grundsätzlich gespannt, auch hier die andere Geschichte bzw. Prequel-Geschichte von Peter Pan erzählt zu bekommen. Denn es geht um Peter, der den Pan trägt. Ein Zeichen, das ihn zum mutigsten und mächtigsten Krieger macht und vor allem zu einem Anführer im Nimmerland, um das von den bösen Piraten zu befreien. Vor allem auch hier Hook an seiner Seite zu sehen, gar nicht als den fiesen, bösen Antagonisten. Das ist eine schöne Mixtur und es ist eben dieser Waisenjunge, der von der Erde entführt wird und nach Nimmerland gerät und sich dort kaum einordnen kann, aber eine Rolle übernehmen muss, die er eigentlich nicht glaubt, inne zu haben. Und ein großer Krieg in einer fantastischen Welt, der hoffentlich kindgerecht verpackt ist, sodass auch die große Zielgruppe letztendlich im Kino, sei sich das Ganze angucken kann, bin ich auf Pan gespannt. Ich mag den Trailer und freue mich auf einen zweiten dann. Und was sagt ihr denn zu diesem? Schreibt es gerne in die Kommentare. Findet ihr es überflüssig, dass man versucht, einem alten, bekannten Geschichte noch so einen kleinen Umweg darum zu erzählen, um wieder einen Kinofilm zu produzieren? Oder sagt ihr, oh ja, das finde ich ganz süß, interessiert mich auf jeden Fall. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich herum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.